Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planetary Annihilation Galactic War. Ich habe versehentlich schon auf Fight geklickt, als ich das Fenster eigentlich, also dem Fenster Fokus geben wollte. Deswegen starten wir heute im Ladebildschirm. Ja, ist ein Kampf gegen den einen lila Commander, den, nicht Commander. Also nicht den... Oh, was ist das denn? Alto Belli, das ist mal... Das nenne ich mal elliptisch. Nürtingen. Kampf bis aufs Blut in Nürtingen. Ah, ich glaube, ich starte hier. Da sind ein paar mehr Metal Spots drumherum. Und weniger Gelände im Weg. Nürtingen. Albern. Ich sollte vielleicht auch direkt Baufahrzeuge in Auftrag geben. Wow. Strom. Ach. Da ist ja auch direkt der Südpol. Es gibt auch nur einen Himmelskörper und auch nur einen gegnerischen Commander. Das klingt schaffbar. Ich hatte doch so ein Build-Upgrade für den Commander-Arm, oder? Ich habe eben auch gesehen, es sind gar nicht mehr so viele Planeten da. Was wollte ich mit dem machen? Der sollte doch irgendwo... Na, lassen wir mal hier hinfahren. Ich weiß nicht, auf den Lava-Planeten bin ich eigentlich deutlich mehr Ressourcen... Was? Was war das denn? Deutlich mehr Ressourcen gewohnt. Machen wir es doch so. Ja, klar, und ich baue natürlich die ganze Zeit nichts. Ich weiß nicht, warum ich direkt auf T2 gehe, aber schlecht kann das nicht sein. Weil ich nur gute Dinge mache. Irgendwie sollte ich den vielleicht mal ein bisschen... Habe ich die nicht vorhin losgeschickt auf Patrouille? Hallo? Irgendwie geht das nicht.
Was soll denn das? Ist der Patrouillenmodus kaputt? Ah, jetzt. Problem hatte ich doch letztes Mal schon. Ha, ich habe also keinen Strom mehr. Und auch sonst nichts. Ja, ja, das ist mir aufgefallen. Wenn ich jetzt schon mal wüsste, wo die Gegner sind, das wäre total dufte. Könnte ich da nämlich schon mal hinfahren und die kaputt machen. Ja, ich weiß. Ich hab ja auch nichts. Was willst du von mir? Da. Hervorragend. Dann möchte ich vielleicht noch ein bisschen Radarabdeckung dafür haben. Weil, wenn man keine Energie hat, dann baut man am besten ein Radar. Ernsthaft. Nee. Enemy commander detected. Hervorragend. Wenn ich jetzt schon mein Radar hätte, hätte ich auch auf den schießen können. Die Artillerie anwählen. Das könnte der Commander sein. Ja. Dann nehmen wir den nochmal auseinander. Komm schon, einfach ein bisschen explodieren. Ich weiß, dass du es willst. Jopp, das war's. Irgendwie habe ich mir da vom Schwierigkeitsgrad her bessere Dinge erwartet. Ich meine, ich habe ihn diesmal auf normal gelassen, weil ich letztes Mal ja so unendlich versagt habe, aber... Ha. Naja, Return to War. Mal gucken, was ich Cooles kriege. So eine Databank wäre super. Oh, Vehicle Combat Tech. Was habe ich denn?
Ah, Storage. Nee, es. Nee. Also, nee. Hostile Commander sighted. Ja, ach was. Den mache ich jetzt mal fertig. Hallo? Fertig mache ich den. Oh, der lädt heute aber auch wieder ewig. Der baut die ganzen Sachen hier auf dem Server fertig und lässt auch viele Dinge einfach auf dem Server rechnen. Obwohl, der Offline-Modus ist fertig. Vielleicht gibt es jetzt auch Offline-Dinge. Hahaha, ein Gegner, 6 Startpositionen. Awesome. Ja, der ist schon mal raus. Rufus hat auch eine große Lücke in der Ressourcenverteilung. Peso wird wahrscheinlich am meisten Ressourcen haben. Dann starte ich auf Rufus. Einfach in der Hoffnung, hier lange Ruhe zu haben. Ja, langsam muss ich mich mal entscheiden. Und ein Gasriese. Wunderschön. Hallo? Oh, das ist ein ganz schön kleiner Planet, habe ich das Gefühl. Mond. Ich glaube, technisch gesehen sind das alles Monde und keine Planeten. So, diesmal denke ich gleich dran, überschüssige Energie zu speichern. So. Na komm schon. Das ist vielleicht ein bisschen groß gewählt. Na, es geht. Ah, ich glaube, der deckt fast den ganzen Planeten. Na, ist ja blöd. Ich sehe, dass das offensichtlich nicht tut und behaupte, der deckt den ganzen Planeten ab. Mehr als die Hälfte des Planeten. Skitters. Um mal zu gucken, was wo ist. Tü, 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 tü. Also, was wo ist, ist natürlich auch blöd, um mal rauszufinden, ob der Gegner hier auf dem Planeten sitzt. Aber da ich noch nichts von ihm gesehen habe, bin ich ziemlich sicher, dass das nicht ist. Das heißt, ich werde den ganzen Planeten erstmal zubauen mit Dingen. Du und du. 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 Und du baust was sehr Wichtiges.
Ich muss ja irgendwie von dem Gesteinsklumpen hier runterkommen. Okay. Hoffen wir doch mal, dass es alles super wird. Ja, vielleicht noch ein paar mehr davon. Aus hinterher das hier. Mehr Infernos. Die sind so super. Das ist unglaublich. Orbital Fabrication Bot. Ja. Das stimmt ja gar nicht. Oh doch, das stimmt ja wohl. Ich glaube, ich bräuchte mal so ein Orbital Radar. Ah, ich glaube, ich verlagere die mal hier hin, wo viel Platz ist. Oh, ist ja krasse Kampfmusik im Hintergrund. Bin mir unsicher. Boah, das dauert. Hier passiert auch nichts. Ich habe zu viele Rohstoffe und mache nichts damit. Nee. Muss von diesem Felsklumpen hier runter. Na? Was war das? Ja, sehr gut. Ist doch genau, was ich möchte. Na, komm. Bau! Ha. Und Gegner nicht gefunden? Krass. Ich kann Nukes bauen. Das sieht nicht so aus, als kann ich hier irgendwas mit einem Dings... Nee. Einfach Triebwerke draufpacken und irgendwo anders reinknallen geht leider nicht, aber das wäre schön. Aber wie sagt man immer, hätte Fahrradkette. Da. Oh, Unit Cannon wäre so großartig jetzt. Bisschen Energie. Jetzt fragst du dich sicher, was du machen sollst. Hahaha.
Wenn wir die Kiste schon mal hier haben, dann sollten wir sie auch nutzen. Das sind Ressourcengebäude, die Gasriesen anzapfen. Und alter Schwede. Kann man hier sehen, was die bringen? Nee, aber die bringen eine Menge Energie und Masse. Danach hat man nie wieder Probleme. Nie, nie wieder. Ah, momentan habe ich weder Energie noch Masse. Na? Ah, ich dachte, er fängt ein bisschen zentrierter damit an. Dann halt nicht. Du Penner. Entschuldigung, wenn man mein Handy des Öfteren im Hintergrund hört. Ich habe irgendwie noch nicht rausgefunden, wie ich mit Android 5 den Ton komplett richtig ausmache. Und nicht immer nur diese Dinger definiere. Niemand weiß, was ich meine, aber das ist vollkommen okay. Schicken wir nochmal einen nach MC Ultra. Und den anderen Radarsatelliten nach Pesu. Und du kannst mal losgehen und Enemy detected. Na endlich! Teleporter. Du sollst einen Teleporter bauen. So. Bauen wir noch ein paar Vanguards und du baust, wenn du soweit bist, Shellers. Ja, da muss ich nur noch einen Teleporter nach Pesu kriegen und dann läuft das. Teleporter nach Pesu kriegen. Hallo, mein Freund. Hatte ich doch eben schon eine perfekte Stelle. Ja, hier. Er ist zu weit bis zu deren Base. Gut, ich kann davon ausgehen, dass der komplette Planet der im Base ist, von daher. Zweite Kamera. Capture Main View. Dann sehe ich, wenn hier Dinge online gehen. Und zack. Zurück nach Hause. Ihr könnt schon mal rumgehen. Und mir Umbrellas bauen. Umbrella? Na, und ein Anti-Nuke eigentlich auch, wenn ich schon mal dabei bin. Wie sehen denn meine Bauvorhaben am Gasriesen aus? So, einer von denen bringt 36 Masse und 9000 Energie. Und er erzählt mir immer noch einen von Insufficient Metal. Ja, die können eigentlich direkt da reinfahren. Market located. Gegnerischer wahrscheinlich. Ist mir ja egal. Oh. Avengers.
Vielleicht ist das weniger geil. Oh, mein Arcade ist tot. Teleporter. Ich brauche den Teleporter. Mehr Anchors kann man auch danach bauen. Na? Oh, Anchors sind ganz schön mächtig. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht mehr, wo deren Base ist. Ich meine, ich kann ja mal suchen gehen. Wahrscheinlich irgendwo da. Okay. Sehr gut. Dann mal das Gegenstück dazu bauen. Radar. Ganz schnell Radar. Na, komm. Es kann doch nicht so lange dauern, so ein Radar aufzubauen. Es ist halt schwierig, Dinge kaputt zu machen, die man nicht sieht. Radar located. Oh ne, die sind aber nicht im Wasser jetzt, oder? Ah, wahrscheinlich nicht signifikant. Weil das ist nur ein kleiner Tümpel. Niemand kann eine ganze Base in einem kleinen Tümpel verstecken. Oh, das ist geschenkt, tatsächlich. Oh, und Umbrellas machen mittlerweile sogar ein bisschen Schaden, wie es aussieht. Krass. Aber sonst muss ich sagen, die sind ja nicht wirklich herausfordernd, aber, ich kann mal die Einheiten ein bisschen zeigen. Den Umbrella, die Orbital Defense Plattform hat man ja eben gesehen. Und ja, alles andere sind halt Standardeinheiten. So, Return to War. Gucken wir noch, was wir gefunden haben. Und zwar. Das habe ich schon. Meh. Alles klar, ich habe wunderbare 2 Kämpfe geschafft, diese Runde. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Würde mich in dem Fall sehr über ein Abo oder ein Like freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!